Sierra! Warner Brothers Games. Ja, und damit herzlich willkommen. Singularity ist vorbei. Und ich habe längere Zeit mit mir selbst ausgehadert, ausgeschangelt, was man wohl als nächstes zocken könnte. Auf jeden Fall sollte es ein Shooter sein und es waren noch einige andere zur Auswahl. Letzten Endes habe ich mich allerdings für First Encounter Assault Regen entschieden, auch bekannt als 4. 1, 2, 3, 4. Ich spiele heute 4, 2. Was? Ich habe den Titel noch nicht gespielt, ich spiele also komplett blind. Und ich habe jetzt ungefähr 2 Tage damit verbracht, das scheiß Spiel, das schöne Spiel, ist wirklich ein gutes Spiel, aber es gibt einen Bug unter Windows Vista, brechen die Frames einfach nach einer Minute Spielzeit komplett ein und man spielt dann mit 10 Frames pro Sekunde. Also musste ich mich erstmal hinsetzen und musste eine Weile rumprobieren, habe auf die neueste Version gepatcht, habe tausend andere Sachen probiert. Letzten Endes musste ich meine Tastatur und die Maus abklemmen, USB-Tastatur, USB-Maus. Und musste mir eben schnell bei Saturn mal eine neue Maus und eine neue Tastatur kaufen, nur um dieses Let's Play für euch zu machen. Ja, hab ich mich in Unkosten gestürzt, hab mir PS2-Maus, PS2-Tastatur geholt, insgesamt irgendwie 16 Euro oder sowas. Also das sind wirklich hochqualitative Peripheriegeräte. Und bei der Maus funktioniert das Scrollrad nicht. Da musste ich auch dreimal den Rechner starten, damit die Maus überhaupt funktionierte. Und insofern ist mein Spielvergnügen hier gerade ein bisschen vermindert, weil die Tastatur einfach auch kacke ist. Da greifen die Tasten manchmal nicht. Und die Steuerung bei 4 ist ja teilweise auch schon wissenschaftlich belegt. Ja, was immer ich jetzt sagen wollte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall langweile ich euch jetzt bestimmt 3 Folgen lang mit meinem Intro gequatscht und heule ich die Ohren voll. Ich muss die Tastatur kaufen. Aber stattdessen werde ich jetzt einfach mal auf Einzelspieler gehen und sagen, komm, starten wir mal ein neues Spiel. Und weil ich blind spiele, mache ich mal einfach mittlere Schwierigkeit. Da ich ja auch nicht... Es fällt kaum auf, ich weiß, meine Professionalität ist schon berüchtigt bei Shootern. Auch meine Zielsicherheit in Nanosekunden habe ich sofort jeden Kopf zerfetzt. Aber trotzdem werde ich mal die mittlere Schwierigkeit wählen. Einfach, um es mir nicht zu einfach zu machen, weil ich komme mit schwierigen Situationen, wenn die Gegner hart sind, das ist für mich einfach zu easy. Aber wenn die Gegner leicht sind, das verwirrt mich immer, deswegen spiele ich dann schlechter. So, das ist jetzt eine super Erklärung. So, Intervall 01, Beginn, Herkunft. Die Situation, eine hohe Alarmstufe wurde ausgelöst. Die Mission, das 4-Team hat sich zur Notfall-Einsatzbesprechung zu melden, um die Situation zu besprechen. Sie wurden gerade als Frontmann zu der neuen Einheit versetzt. Dies ist Ihr erster Einsatz bei 4. Drücken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren. Ja, gut. Mal gucken, was passiert. Im Jahr 2002 gründete die US-Armee eine geheime Einheit, die sich dem Kampf gegen paranormale Bedrohungen der nationalen Sicherheit widmete. Die Einheit bekam den Namen First Encounter Assault Recon. 4. Aha. Sierra Entertainment präsentiert ein Monolith Produktionsspiel. Productionsspiel, Entschuldigung. Sie alle. Ja.
Was ist das denn hier? Einsatzbefehle? Was? Ah! Was tun die da? Hier, guck mal. Das ist doch... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Der Big Tasty im Sparmenü. Ja? Ich wecke Sie nur ungern, Senator, aber es geht um Origin. Was ist passiert? Es gab einen Aufstand. Vettel hat jetzt den Befehl über die Prototypen. Mein Gott. Wir können das immer noch diskret klären, aber wir müssen schnell sein. Oh, na gut, na gut. Lassen Sie mich telefonieren. Dieser Irre heißt Paxton Vettel. Er ist der Schlüssel. Wenn wir ihn haben, ist alles klar. Der Kerl hat echt Kohldampf. Ich glaube, er hat einen Plan. Das ist keine reine Nahrungsaufnahme. Der tut das nicht zum Spaß. Was sonst? Kampffressen? Was steckt dahinter? Eigentum der Armacom Technology Corporation. Die entwickeln dafür das Militär eine Armee von Klonen, die einem übersinnlich begabten Kommandanten gehorchen. Natürlich streng geheim. Vettel ist einer der Kommandanten. Sie nehmen mich ja wohl auf den Arm. Kein Wunder, dass uns keiner ernst nimmt. Militärische Klone? Ein ganzes Bataillon. Bestens ausgebildet und schwer bewaffnet. Ein Bataillon? Was sollen wir denn gegen 1000 Supersoldaten ausrichten? Wie schon gesagt, wir erledigen Vettel und das war's da. Der Sinn des Programms ist, Kommandanten direkte Informationen über das Schlachtfeld zu geben, ohne sie dabei selbst in Gefahr zu bringen. Das bedeutet, wir müssten den Dreckskerl in die Ecke drängen können, ohne durch Soldaten zu warten. Wie finden wir ihn? Armacom hat ihm einen Sender in den Kopf gepflanzt. Der führt uns direkt zu ihm. Das ist ja sowas von praktisch. Angenommen, alles funktioniert, wie es soll. Was ist mit Ihnen? Sind Sie einsatzbereit? Sie schicken ihn in den Einsatz? Sind Sie verrückt? Er ist erst vor einer Woche hergekommen. Sie haben seine Trainingswerte gesehen. Seine Reflexe sind extrem gut. Ich glaube, der kommt zurecht. Wie auch immer, Mann. Sie sind der Boss. Absolut richtig. Keine Sorge, alles wird gut. Dann mal los. Was ist Ihre erste Erinnerung? Nein! Wo bringen Sie ihn hin? Du wirst Gott unter Menschen sein. Ah, das erklärt einiges. Wir haben Vettel in einem leerstehenden Gebäude davon entdeckt. Der Satellit zeigt keine Feindaktivität, aber lieber kein Risiko eingehen. Jankowski in Position? Sagen Sie Bescheid. Also dann, ausrücken. Situation. Vier Einsatzkoordinator Rowdy Batters hat den feindlichen Kommandanten Paxton Vettel in einem verlassenen Gebäude im District Auburn aufgespürt. Der Spionagesatellit Hannibal 3 im geosynchronen Orbit zeigt keine Spur von Replikasoldaten in der Gegend. Mission. Vier Kampfeinsatzagenten infiltrieren den Zielort von zwei verschiedenen Seiten und versuchen, Vettel zu neutralisieren. Laut Armacams technischen Berater werden die Replikasoldaten inaktiv, sobald Vettel ausgeschaltet ist, und können dann gefahrlos zusammengetrieben werden. Durchsuchen Sie das Gebiet nach Spuren von Paxton Vettel. Ja, erstmal aussteigen hier. So. So, zwei Cheeseburger, ein Hamburger, Pommes dazu. Naja, war ein Versuch wert. Ja, dann sage ich nochmal herzlich willkommen zu 4. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommen wird. Ich habe den zweiten Teil schon mal gespielt. Und den fand ich damals so gut. Ah, das geht hier auch. Sieh an. Den fand ich damals so gut. Da dachte ich mir, Mensch, jetzt zockst du auch mal 4.1. Und bevor du das alleine durchspielst, dann machst du gleich mal ein Let's Play draus. Und zwar wieder so ein ordentliches, wo man immer erstmal alles anguckt. Oh, Müllsäcke. Oh. Und nicht gleich einfach durchläuft, alles abschießt und fertig. Sondern wir schauen uns gemächlich alles an und halten an jeder brennenden Tonne, um den Blues zu singen.
und benutzen auch F, um Türen zu öffnen oder vielleicht auch mal Objekte zu aktivieren. Also da sind wir ganz wagemutig. Ich wusste gar nicht, dass Ratten in Schnipsel explodieren. Ah, du kannst dich mir ruhig öffnen, besagt die Zange. So, wir können auch X. Mit der X können wir die Helmlampe aktivieren. So, so. Was ich dazu noch sagen muss, das mache ich jetzt aber nicht, indem ich da weiterlaufe. Ich habe das ganze Spiel also gepatcht und habe auch noch mit dem N-Enhancer, das ist ein Nvidia-Tool, um die Grafik mal aufzumöbeln, habe ich mal das Bestmögliche aus der... Oh. Ja, habe ich mal versucht, das Bestmögliche aus der Engine rauszuholen, weil das Spiel ja schon ein bisschen älter ist. Hey Mann, wieso dauert das so lang? Suchen Sie einen Weg drumherum. Drumherum vor allem. Und, jetzt spielen wir halt in HD. Da ist doch die Ratte. Schön. Ich habe übrigens auch einen Blood Patch installiert. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der jetzt funktioniert. Weil in der englischen Version sind die Ratten noch explodiert. Also ich habe wieder, wie immer, ich habe ja die englischen Versionen von den Games meistens und musste das erstmal auf Deutsch patchen. Ah. Ah. Oh. Naja. Und in der englischen Version sind die Ratten halt in einer Blutfontäne explodiert, was hier scheinbar gerade nicht der Fall war. So, noch ist hier alles ruhig. Warum bringen Sie mich hierher? Warum bringen Sie mich zurück? Wen denn? Mich jetzt selbst, oder? Nee. Hier ist die Super Nanny. Also 4 ist auf jeden Fall beim zweiten Teil schon ein passender Name gewesen und ich vermute mal, beim ersten wird es nicht anders sein. Ist halt ein Spiel für Leute, die sich gerne und häufig mal in die Hose kacken wollen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was auf uns zukommen wird. Moment mal. Checkpoint wird gespeichert. Ah. Na los. Suchen und neutralisieren Sie Packs und Viertel. Los.